Hallöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Dredge. Schön, dass du dabei bist. Wir sind in den Mangroven angekommen. Und hier sind ganz komische Pilze auf einmal. Wo ich nicht weiß, ob mir das passt. Wir berühren sie mal lieber nicht und fahren mal ganz langsam. Fühlt sich an, als wäre schon Jahre her, dass mir zum letzten Mal warm war. Ich erwarte nicht, dass er schreibt. Ich will nur das Gefühl haben, dass er hin und wieder an mich denkt. Die nächsten Zeilen sind verschmiert. Er muss zurückkommen. Mehr wütendes Geschmiere. Ich habe ihm noch einen Brief geschrieben. Es wird der letzte sein. Okay. Vorne müssen wir hin. Wenn ich das richtig verstanden habe, darf ich mich, wenn die Viecher kommen, einfach nur nicht mehr bewegen, ja? Ich habe irgendein Buch fertig gelesen. Vielleicht finden wir gleich noch raus, was das kann. Platz hätten wir jetzt nicht mehr, ne? Ist da gerade was neben mir aufgetaucht? Hört er sich so an. Puh. Egal wie ich es drehe, doch. Haha. Noch einen Platz geschafft. Nee, die sind keine Halluzinationen, die sind da. Jetzt sind sie auch wieder weg. Ach Mann, ey. Lager. Mein Licht ist ausgegangen. Hier Flieger. Na, wie läuft es so? Ich habe einige Erkennungsmarken gefunden. Lasst mich mal sehen. Hier, bitteschön. Und, bitteschön. Fertig. Ich danke dir. Ich werde sie an einen Baum aufhängen und hier ist deine Belohnung. Ich habe die Teile des Mörsers gefunden. Das ist alles. Während ich den Mörser zusammensetze, kannst du bereits mit der nächsten Phase des Plans beginnen. Wahrscheinlich sind wir in den Lagunen der Vorrichtungen aufgefallen. Es sind Fallen, die sich dort für Geistfresser aufgestellt haben. Moment. Wahrscheinlich sind dir in den Lagunen die Vorrichtungen aufgefallen. Es sind Fallen, die ich dort für die Geistfresser aufgestellt habe. Wir müssen sie jetzt nur noch dahin locken. Haben wir sie festgesetzt, kann ich ihnen mit dem neuen Mörser den Garaus machen und das war's dann. Keine Albträume mehr. Ich markiere die Standpunkte der Fallen auf deiner Karte. Verstanden? Wie locken wir sie da rein? Sie werden von ganz speziellen Ködern angelockt. Einmal mehr wird uns deine Expertise als Fischer von Nutzen sein. Hast du alles?
Okay. Wie geht's nun weiter? Wir müssen 3 spezielle Köder aus verschiedenen Fischkombinationen herstellen. Lass uns für den ersten Köder besprechen. Für diesen Köder benötigt man 3 Fische aus der Gegend. Ah ja. Okay. Mhm. Ich habe noch nicht genug Fisch für den Köder. Ja, okay. Ich will doch nur gucken, was du da brauchst, Junge. Ja. Da brauchst du auch noch die hier. Damit du angreifst. Okay, dann fahre ich mal eben zur Händlerin zurück. Und ich glaube, die Fische. Ich kann auch einfach die nehmen. Ich brauche dem gar nicht den guten geben. Noch einen sammeln, wisst ihr? So. Also ich würde jetzt gern einmal zur Fischerin zurückkehren. Flieger. Lass uns über die Fallen sprechen. Den letzten. Das gibst du mir mal wieder, Freundchen. So einen guten da, weißt du? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Den hier. Das sollte klappen. Ich mische die einfach hier drin, bestücke dann die Falle und suche dann das Weite. Wenn die Falle zuschnappt, dann feuere ich mit dem Mörser darauf und bring mir auf jeden Fall einen Beweis dafür, ja? Dass das Ding wirklich tot ist. Wolltest du noch mehr über die Köder wissen? Okay. Okay. So. Erstmal hier rausfahren. Ach, das ist die Falle. Ah, verstehe. Hier ist sie, ne? Ne, andersrum. Etwas schlüpft in meinem Frachtraum. Raus damit. So. Fischmarkt. Erstmal alles verkaufen. Werft. Ja. Reparieren. Schwimmlock. Schwimmlock Millionär. Wer kennt's nicht? 1, 2, 3 und 4. Ja, einen Stoff habe ich noch. So, dann schauen wir mal hier rein. Oha! 3000? Ist ja noch heller! Verkaufen!
Hör mal. Heller geht immer, hä? So, die würde ich jetzt auf jeden Fall fertig machen, hier die Falle. Und dann, weiß ich nicht, das brauche ich alles nicht. Das ist nur ein Upgrade, damit ich es leichter habe. Das würde ich noch machen. Aber dann kann ich dann halt wieder auch keinen Mangroven fangen, ne? Oder Vulkan. Dafür könnte ich damit wieder ozeanisch fangen. Das ist wiederum auch cool, ne? Ach, ja. Na komm, versuchen wir mal. Versuchen wir mal, die hier weiterzumachen. Körbe habe ich ja jetzt fertig. Lass mal gucken. Wie kann der? 15. Also jetzt nicht viel mehr. So, dann müssen wir mal auf den Fischmarkt. So, da die tollen neuen Körbe, die hier, ne? Der hält auch ein bisschen, ne? Ich würde jetzt einfach mal gucken. Durch den Sasser schmeiße hier. Oha. Ist, da ich mir nicht gemerkt habe, welche Fische der für die anderen Fallen haben will. Da müssen wir gleich nochmal fragen gehen. Das war dumm. Das muss man. Das müssten sie irgendwie machen, dass man das sehen kann. Naja, ich weiß noch nicht, was das für Fische sind, aber ich muss ja irgendwann mal das rauskriegen. Die ganze Zeit für 200 Piepen, ne, Alter. Also verkaufen macht gar keinen Sinn mehr. Was soll ich mit dem ganzen Geld? Ich bin einfach reich. Einfach ohne Grund. Ich bin einfach reich. Guck mal hier, schon wieder. Zack. 290. 292. Ich bin einfach reich. Reich, reich, reich. So, ich glaube, die Fische wollte er haben. Davon wollte er 3 Stück haben, wenn ich mich nicht irre. Ein ganz besonderer. Boah. Richtig besonderer noch. Jetzt fahren wir mal eben dahin. Ja, mal gerade. Ja, du mich auch. Die erste Falle. Das sind die, ne? Das sind die. Dann will der einen. Irgendwas mit einer langen Schnauze. Ja, das ist mir klar. Ne, das habe ich doch gerade gehabt. Ich möchte den zweiten nochmal sehen. Ich glaube, da brauchte ich den auch für.
und so irgendwas mit dem Bart. Also irgendwas mit dem Bart und irgendwas mit einer langen Schnauze. Okay. Irgendwas mit dem Bart und irgendwas mit einer langen Schnauze. Ich überlege gerade, ob ich den hier jetzt schon reingelockt bekomme. Oh, der ist hier. Sollte mich jetzt in Sicherheit bringen. Ich kann nicht sehen. Ach Mann, ey. Das war Nummer 1. Im Inneren befindet sich der Kadaver eines Geistfressers. Der Flieger wird einen Beweis dafür erwarten, dass du Erfolg hattest. Fleischklumpen. Der Rest des Kadavers versinkt. Okay, sie ist kaputt. Deswegen kann ich jetzt nur warten. Oh, hab ich mich erschrocken. Gut, ich gehe mich mal eben reparieren. Und dann müssen wir versuchen, die anderen Fische zu finden. Also ein Bart und ein langes Gesicht. Ein Bart und ein langes Gesicht. Ja, ich bin gegen die Wand gefahren. Ey, so eine Scheiße hier. Ja, nimm. Da bringen wir dem erstmal seinen Beweis. Ja, ne? Ja, ja. Mich auch. Was haben wir denn hier? Einfach so ein Schmucki. In den Mangroven alles auftaucht. So, ich habe da den Kadaver einer Kreatur, den ich dir zeigen will. Dann wollen wir mal sehen. Du reichst dem Flieger den zerfetzten Fleischklumpen. Er ist nahezu formlos, doch ihr wisst beide sehr gut, zu wem er nur gehören kann. Er stochert mit seinem Messer in den gummigartigen Fleisch herum. Er scheint zufrieden zu sein. Ja, das war mal eines dieser Biester. Wir machen Fortschritte. Aber es gibt noch viel zu tun. Ja, ja, ist ja gut. Ich muss erstmal die andere Scheiße da finden, die du haben willst. Bin noch im Weg. So. So, jetzt ist die Frage. Ich sehe ja ein, dass ich da hin muss, weil da der nächste ist, ne? Aber. Hey, die brauche ich. Hier finde ich noch eine Abnormalität. Scheibenkleister. Die nehmen aber auch viel Platz weg, ey. Okay. Dann bringe ich den direkt erstmal zurück, Freunde. Das tut mir leid. Auch wenn ihr das vielleicht affig findet, aber ich habe keinen Bock, wenn er jetzt verdirbt oder so, dann finde ich den nachher nicht. Fahre ich lieber nochmal zurück. Das ist die sichere Alternative. So, dann. Hier, ich habe so einen Hackenfressenfisch. Das sollte klappen. Ich mische die einfach hier drin, bestücke damit die Falle und suche das Weite. Wenn dann die Falle zuschnappt, dann fahre ich mit dem Blabla und dann gibt's Bom-Bom und ich mache Tick-Tick
und alles macht klack klack und ne, du weißt Bescheid. Ja, dann fahren wir direkt dahin und machen das Vieh platt. Warum nicht? Ja. Aber nicht das Gefühl, dass man hier die Fallen berühren sollte, da diese Pilze. Tschüss. Voll in den Schädel, Alter. Der Rest des Kadavers versinkt. Ich brauche noch so einen bärtigen Fisch. Den bärtigen Fisch brauche ich noch. Was haben wir hier? Das war ganz anderes, ne? Schmuck, Alvia, Schmucki. Bom, 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 bom. Rollen, rollen, rollen. Das brauchen wir auch noch. Direkt ein Forschungsstück. Aua. Op hier. Alakazam. Oh Mann, jetzt wollte ich gerade was trinken. Bisschen Elke. Hopp, hopp. Sesam, öffne dich hier. Okay. Hat einfach was zurückgehupt. Genauso wie ich auch noch, ne? Ja, ja, Disco einfach ohne Grund. Dankeschön. So, wir sind hier in den Mangroven. Wir machen es mal ein bisschen grün hier heute, ne? Ah, ein bisschen so. Ne, mit dir wollte ich reden. Hier, ich habe da einen Kadaver. Da wollen wir mal sehen. Du lässt das Fleisch fallen, ich stich ein paar Mal mit dem Messer rein. Bla bla bla. Und wieder einer. Und wieder einer weniger. Jetzt bleibt nur noch einer. Bringen wir es also zu Ende. Ja? Jetzt brauchen wir nur den bärtigen Fisch erst. Wo finde ich den bärtigen Fisch? Was war das denn? Oh. Wollte Gas geben. Das war nicht meine Absicht. Nur zur Info. Also ein Holz und dreimal Stoff fehlt mir, ja? Ein Holz und dreimal Stoff. Ein Holz und dreimal Stoff. Ein Holz und dreimal Stoff. So. Ich glaube, ich sollte mal eben Sanity-technisch ein bisschen... So. Dann suchen wir mal den bärtigen Fisch. Vielleicht ist er ein bisschen außerhalb.
ich den bis jetzt noch gar nicht gefunden habe. Ich habe das Gefühl, die machen aber, wenn ich sie berühre. Ich will es gar nicht ausprobieren. Ich habe keine Bomben mehr dabei, ne? Ne. Hätte ich auch vorher drüber nachdenken können. Oh, naja. Das Leben wäre zu einfach, wenn man nachdenken würde, Freunde. Also hier haben wir gerade halt Vieh besiegt. Hier sind nur andere Fische. Den haben wir schon in Ugly. Ja. War jetzt nichts Neues. Das ist er auch nicht. Das ist wieder der mit dem mit der Hackfresse vorne dran. So, was haben wir denn da? Da haben wir noch einen. Das ist er aber auch nicht. Jetzt hier links abbiege. Das sind andere. Habe ich die schon? Nee. Habe ich schon. Wenn ich jetzt hier links abbiege, dann kommen wir woanders aus. Oh, hier ist wieder so ein Biberstein, ne? Sehe ich gerade. Ah, reagiert auch nicht auf meine Berührung. Wieder Hackfrösche Fisch. Ja. Müssen alles. Oh, dreh dich doch einfach. Ist auch nicht. Im Netz habe ich ihn auch nicht, ne? Ne, nur die normalen. Oh, es ruckelt ganz schön. Was soll das? Schnell speichern. So, jetzt haben wir wieder drei dabei. So, ab in die Mangroven. Hier kannst du wenigstens auch, also ich finde Mangroven bis jetzt das einfachste Gebiet, weil hier kannst du auch abends rumfahren, ohne dass dir was passiert. Ein Wels. Warte mal, vielleicht. Ich mach den nochmal weiter. Vielleicht finde ich eine Abnormalität davon. Hör mal. Der längste Welsfang der Welt. Okay,
Und dann... Das war doch nochmal zu dir. Ich brauche nämlich jetzt die... Ne? Quatsch. In mein Lager. Wenn man da drüben mal ein bisschen aufräumen würde, ne? Nur ein bisschen. Dann hätte man auch Platz. Das würde halt bedeuten, dass man aufräumen müsste. So ein bisschen. So, Mr. Flieger, ich hab den letzten Kackerfisch für dich. Das sollte klappen. Ich mische blablab und blablub und dann machst du zup zup. So. Dann könnten wir jetzt auch gleich den dritten aufspringen. Geil. Freue ich mich. Ist das Thema hier auch erledigt? Was haben wir denn hier? Ah ja. Hier drin? Ja. Viel Spaß beim Sterben. War ich ein bisschen merkwürdig finde, er hat ja gesagt, er hat diese Fallen gebaut, ne? Also er selber. Aber wie ist er da hingekommen? So, sind hier denn jetzt noch irgendwo Bootsteile? Ich weiß, dass hier hinter rechts jetzt noch was war. Auf jeden hier bitte. Hallo. Hallo. Danke. Ich habe so eine Ampel. So, was haben wir hier? Und weg damit. Ist das ein Fisch, der da schwimmt? Diesen Tiger-Salma, Alter. Warte mal, braucht ihr die? Warte mal. Fange seltene Fische. Berichte erfahren, wo man Pelikane alle findet. Tiger, da. Ha. Soll ich ihr den auch geben? Ich glaube nicht, ne? Ja, das ist halt jetzt noch was, was man so machen kann, ne? Hallo, hup hup. Die Quest, was haben wir doch gemacht jetzt? Yep. So. Ich möchte mal eben mit dir reden, denn ich habe einen Pelikanaal gefangen. Das sind gute Nachrichten. Da ist wohl ein neuer Eintrag fertig. Hier, die sind für dich. Was ist mit den anderen Fischen? Ich habe einen riesen Tiger-Salma gefangen. Das sind gute Nachrichten. Das ist wohl ein neuer Eintrag fertig. Blabla. Okay.
Ja, okay, das machen wir aber jetzt nicht. Sprich jetzt auf. Fischmarkt. Was kriege ich für den? Nur für den alleine schon 200, ne? Reparieren. Und wir haben neue Forschungspunkte, Freunde. Das heißt, wir sehen jetzt den neuen Motor. 67. Ist meiner immer noch besser. Hä? Hä? Zwei von denen? Wollt ihr mich verarschen? Also wenn ich vier von denen hätte, ja? Der ist immer noch am besten. Weil nur die hier machen am meisten... Also. Absolute Frechheit. Absolute Frechheit, finde ich das. Wie kann der denn der beste Motor, ja? Wie kann der denn am bekacktesten sein als der hier? It makes no sense. Verstehst du? Naja gut, ich könnte ja jetzt hier, also ich habe hier ja 72, ne? Ich habe hier 72. Und 72, wenn ich den einbaue plus einen normalen hier, den hier, dann sind wir bei viel mehr. Wenn ich nur den einbaue, warte mal, eben nachzählen. Ja, dann hätten wir 800. Also bei 100 wären wir hier mit denen, wenn ich nur die kleinen einbaue. Und wenn ich den einbaue, plus den, wären wir bei 77, 83, plus 2 mal 10, 103. Also tut sich jetzt nicht so viel. Ich würde nur den kaufen noch, nur noch den. Ganzen guten Punkte. Ärgert mich gerade ein bisschen. Naja, egal. So, dann sagen wir mal Bescheid. Aber gefunden habe ich die Dings immer noch nicht, ne? Das, was ich hier finden sollte. Hier dein dritter Fisch. Dann wollen wir mal sehen. Du wirst den blutigen Kadaver, dem Flieger vor die Füße, bla bla, er beugt sich hinunter. Er reißt den... Oh, da war ein metallischer Gegenstand. Er reißt den Gegenstand aus dem Fleisch der Kreatur und hebt ihn hoch. Du erkennst, dass es eine Halskette ist, die überzogen von blutigem Schleim. Nun, Fischermann, Glück für dich. Dafür wirst du von einem Sammler ein hübsches Sümmchen bekommen. Jupp. Dankeschön. Er tritt von dem Kadaver zurück, sein Gesichtsausdruck wird melancholisch. Tja, das war's dann wohl, schätze ich. Hm, was willst du jetzt tun? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich würde dich bitten, mich von hier wegzubringen. Aber ist doch so eine Art Heimat geworden. Es fühlt sich nicht richtig an, meine Brüder hier zurückzulassen. In der Zwischenzeit könnte ich spezielle Köder für dich entwickeln. Das würde deine Erträge erhöhen. Hm? Kannst du mir ein paar Köder herstellen? Hier, das ist von dem anderen Köder übrig geblieben, den ich dir gemacht habe. Okay. Ah ja, richtig. Jetzt können wir wieder etwas Fisches machen. Ah, okay. Er braucht Fisch und dann kann er mit Köder machen. Naja, ich brauche keinen Köder, danke. Okay,
Den Köder werde ich brauchen, um den letzten Fisch anzulocken. Wetten? So. Damit haben wir das Gebiet auch fertig und wir sind auch wieder bei 40 Minuten. Wir gehen noch eben zu dem alten Mann. Schwupp, schönen guten Tag. Du betrittst das Haus. Du hast die prächtige Halskette bei dir. Der Sammler bemerkt sie beinahe sofort. Ein herausragender Fund. So etwas verlangt nach einem Ehrenplatz in meiner Sammlung. Er wischt mit den Händen, mit der Hand über einen Zug. So, er wischt mit der Hand über einen zugerümpelten staubigen Tisch, in dessen Ecke sich Kerzenwachsreste sammeln. Er platziert die Halskette vor sich auf den Tisch. Und ich nehme an, du erwartest jetzt eine Belohnung dafür. Einmal mehr öffnet er das Buch. Staub wirbelt auf, als er daraus vorliest. Du wirst fühlt sich plötzlich schwach. Aber du stehst da wie angewurzelt. Deine Knie drohen nachzugeben. Als er Fähigkeit freigeschaltet hat, Atrophie, fange sofort einen ganzen Fischschwarm. Lol. Als er zu Ende gelesen hat, spürst du, dass das Blut langsam zurück in deine Beine fließt und deine Brust von einem Gefühl von Stärke durchströmt wird. Wir sind so nah dran. Es fehlt nur noch eines. Ich schlage das ja nur ungern vor, aber die Abyssalebene vor dem Teufelsgrat ist ein vielversprechender Kandidat. Dort würde ich mein Glück versuchen. Ich markiere eine Stelle auf der Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Gut. Wenn wir jetzt auf die Karte schauen, müssen wir jetzt da oben hin zum Teufelsgrat. Dann haben wir fast das ganze Spiel durchgespielt. Fast schade. Das hat echt mega Spaß gemacht bis jetzt. Ja, wir haben aber auch noch ein bisschen was zu tun, denn wir müssen noch die Fische finden. Die für den blauen Fuzzi, für den goldenen Fuzzi, für die Händlerin. Wir müssen noch den letzten Teil der Schatzkarte finden. Ja, gibt noch ein bisschen was zu tun, ne? Also vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Du kannst das Ganze lassen. Ein bisschen Liebe da. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Hau rein. Ciao.